zusammen, im heutigen Video geht es um Pocket Letter Adventskalender. Und zwar funktionieren die so, dass drei Pocket Letter Hüllen genommen werden, diese mit Kärtchen bestückt werden und mit den Zahlen von 1 bis 24 nummeriert werden. Die drei übrigen Kärtchen durften gestaltet werden, wie man möchte. Die Karten durften weihnachtlich sein oder auch nicht. Und heute möchte ich euch mal zeigen, was ich so daraus gemacht habe. Ich habe mit 6 Teilnehmern getauscht und zeige euch jetzt meine 6 Pocket Letter Adventskalender. Selbstverständlich sind auch die Fächer mit Goodies ausgestattet. Die dürfen dann jeweils vom 1. bis 24. Dezember geöffnet werden. Ja, hier haben wir dann auch schon den ersten Pocket Letter. Der ist in Schwarz und so Kartonfarben und rot gehalten. Dort habe ich ein paar Glöckchen befestigt und diese drei Pocket Letter Hüllen habe ich mit einem Band zusammengebunden. Das habe ich bei allen meiner Adventskalender so gemacht. Gearbeitet habe ich mit ganz vielen unterschiedlichen Materialien. Hier habe ich ganz viele Halbperlen genutzt und auch ein bisschen Washi-Tape, so Holzelemente, Stoffbordüre, einzelne Kordeln. Dann habe ich einzelne Herzen ausgestanzt, noch so Glitzersteinchen aufgeklebt und so Anhänger. Dann noch solche Kartenaufleger aufgeklebt und hier so ein kleines Schloss. Und dann noch so kleine Charms in Schneeflockenform und dann noch so ein kleines Doily. Also sehr viel gestaltet. Und auf der Rückseite sind dann die Fächer. Dort habe ich diese Päckchen verpackt mit den Zahlen von 1 bis 24. Und bei den übrigen dreien habe ich dann so etwas reingelegt, was offensichtlich sichtbar ist. Auf der zweiten Seite überwiegt die Farbe Rot. Hier habe ich auch so eine Cabochon-Fassung mit einem Cabochon und einer Schneeflocke aufgeklebt und daran eine Kordel befestigt, die dann auch so ein bisschen rausguckt. Das fand ich auch eine ganz schöne Idee. Die Zahlen sind hier einfach mit einem Sharpie-Marker geschrieben und hier sind dann noch einzelne Schneeflocken, aber auch Schmetterlinge aufgeklebt, da ich die Kombination irgendwie interessant fand und es gibt zwar keine Schneeflocken, wenn es Schmetterlinge gibt, aber das macht gar nichts. Ich fand es einfach trotzdem schön. Ja, hier ist dann wieder so eine schwarz-karton-farben gestaltete Seite. Ich weiß gar nicht, wie man diese Farbe bezeichnen soll. Beige eventuell, dunkles Beige? Nee, ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall ist da auch noch so ein bisschen Gold, dann einzelne Elemente aus Holz und glitzernde Elemente. Und hier habe ich auch einige Zahlen aufgeklebt. Und das war dann auch schon der erste Adventskalender Pocket Letter. Dann kommen wir zum zweiten. Den zweiten Pocket Letter Adventskalender habe ich Reihen getauft, da alles in Reihen gestaltet ist. Aber hier am Rande habe ich auch wieder ein Band befestigt und Glocken und so einen kleinen Schneemann-Charm. Dann habe ich hier die Zahlen gestempelt und es so ein bisschen distressed. Und dann habe ich alles, wie gesagt, in Reihen aufgeklebt. Hier so eine Stoffbordüre, dann einige Herzperlen, dann so noch Schneeflocken mit einer Perle in der Mitte, dann eine Reihe mit Perlen bzw. Halbperlen, dann nochmal diese Herzchen und dann an der rechten Seite noch so eine Stickerbordüre, die weihnachtlich aussieht. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Seite und zwar ist hier am linken äußeren Rand und am rechten äußeren Rand so ein Samtband aufgeklebt. Dann haben wir wieder Glitzersteinchen, Halbperlen und solche Blüten in Weiß und in der Mitte ist so ein glitzerndes Rentier. Die Zahlen sind auch hier wieder gestempelt und auf einzelne Cardstock-Elemente aufgeklebt. Dann haben wir wieder Reihen auf der dritten Seite und zwar sind es auch hier wieder gelbe Halbperlen und dann noch einmal hellblaue Halbperlen und hier habe ich noch ein bisschen mit Stickern gearbeitet, um das Ganze noch ein wenig mehr zu verzieren. Dann sind wir auch schon beim dritten Pocket Letter Adventskalender angelangt
Und zwar habe ich hier ganz viel mit Glitzersteinchen gearbeitet, und auch mit Aquarellfarbe. Am Rand ist auch wieder so ein Band und wieder Glöckchen angebracht. Hier habe ich dann mit ausgestanzten Teilchen gearbeitet, die ich mal getauscht hatte bzw. zugeschickt bekommen habe. Dann habe ich auch wieder Schneeflocken aufgeklebt, verschiedene Glitzersteinchen. Die Zahlen habe ich hier teilweise auch mit Halbperlen und Glitzersteinchen gestaltet. Ja, und dann habe ich einfach ganz viele verschiedene Elemente genutzt. Auf der zweiten Seite könnt ihr dann die Aquarellfarben sehen. Dort habe ich einfach mit Aquarellfarbe den Hintergrund gestaltet, die Farben dann teilweise auch mit Aquarellfarbe geschrieben, teilweise aber auch mit Halbperlen. Einige der Zahlen habe ich auch mit so einem silbernen Gelmarker geschrieben. Das sieht man jetzt leider hier bei diesem Licht nicht so gut. Der Pocket Letter bzw. das Video ist zu späterer Stunde entstanden, deswegen ist das Licht jetzt hier nicht so gut. Hier habe ich wieder mit ganz vielen Glitzersteinchen gearbeitet und das Ganze dann einmal so diagonal verziert. Oben ist noch ein kleiner Schneemann angebracht und so kleine Tags und in der linken unteren Ecke noch ganz viele Pailletten. Ja, auf der Rückseite sind auch wieder ganz viele Tütchen mit kleinen Überraschungen angebracht. Der nächste Pocket Letter ist in der Farbe Petrol bzw. Türkis gestaltet und hat ein paar goldene Elemente dabei, was mir auch sehr gut gefällt. Ja, hier habe ich auch wieder mit einem Band gearbeitet und mit Glöckchen. Dann habe ich hier die Zahlen teilweise mit goldener Farbe geschrieben, teilweise gestempelt. Hier habe ich die Worte auch teilweise ausgeschrieben oder auch einfach nur die Zahl geschrieben. Das war ganz unterschiedlich. Auch mit Washi-Tape habe ich gearbeitet, mit einzelnen Glitzersteinchen, Stickern und mit diesen Schneeflockenpailletten, die ich bei einigen der anderen Pocket Letter ja auch schon verwendet. Am Ende vom Video seht ihr auch noch ein paar Detailfotos zu den einzelnen Pocket Lettern und dann könnt ihr euch das alles noch einmal etwas genauer anschauen. Dann sind wir auch schon beim nächsten Pocket Letter angelangt. Hier überwiegt die Farbe Rosa und dort habe ich mit ganz, ganz vielen einzelnen Halbperlen gearbeitet. Hier oben habe ich noch so ein bisschen was dran gehängt. Das fand ich auch ganz schön. Das passte ganz schön zu diesem Pocket Letter. Und bei diesem hier habe ich übrigens die Detailfotos vergessen, leider. Aber ich zeige euch den ja jetzt. Und zwar habe ich hier ganz viel mit kleinen Elementen gearbeitet, mit Halbperlen, mit solchen Herzen, mit Holzelementen, mit Schneemannscharms. Und die Zahlen habe ich hier mit einem Gelmarker geschrieben, in der Farbe Altrosa, würde ich sagen. Die zweite Seite ist auch wieder rosa in so einem karierten Muster. Und hier habe ich ganz viel mit Stoffbordüre gearbeitet, um das Ganze zu verzieren. Und dann auch wieder ein paar Holzelemente und ein paar Perlenelemente. Auf der letzten Seite, die ist auch rosa, was aber schon ein bisschen in das Lachsfarbene reingeht. Hier habe ich viel mit Stickern gearbeitet, aber auch mit Charms und ganz viel auch wieder mit Halbperlen. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten meiner Pocket Letter Adventskalender. Und zwar, dieser sieht wieder ganz anders aus. Und zwar ist der im Querformat gestaltet. Hier seht ihr auch den Anhänger, den ich am Anfang vom Video gezeigt habe. Der befindet sich an diesem Pocket Letter. Und dieser Pocket Letter ist hauptsächlich in hellgrün gehalten. Und hier sind die Zahlen auch durcheinander aufgebracht, nicht wie bei den anderen nach der Reihenfolge. Die Zahlen habe ich hier auch wieder gestempelt, mal die Wörter geschrieben und mal auch einfach nur die Zahlen. Und sonst habe ich hier ganz viel mit Stickern gearbeitet, aber auch mit ein paar Halbperlen. Und das Ganze habe ich auch wieder mit einem Band zusammengebunden. Wie ich ja schon gesagt hatte, habe ich das bei allen Pocket Lettern gemacht. Ja, das waren dann auch schon meine Pocket Letter Adventskalender. Vielleicht hat euch das ja eine Inspiration gegeben und ihr habt auch Lust, solche Pocket Letter Adventskalender zu basteln. Ihr braucht ja eigentlich nur drei Hüllen und die könnt ihr dann gestalten, wie ihr möchtet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann seht ihr gleich noch ganz viele Fotos, die ihr euch in Ruhe ansehen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!